Und immer wieder bleiben offene Fragen. Fragen über Fragen. Die UdSSR ließ Heroin in Afghanistan und Kokain in Kuba anbauen, über arabische und türkische Diplomaten wurde das dann straffrei in der westlichen Welt verkauft, unter Vorsatz auch unter Zwang an Kinder gegeben. Eine russisch-arabisch-türkische Koproduktion bis zum heutigen Tage mit dem Messenger-Dienst Telegram. Über den die gesamten Bevölkerungsspaltenden Lügen der Propagandaleute in Moskau verbreitet werden. An den Kinderprostituierten hatten die Herren dieser Länder auch der UdSSR und heute in russischen Föderationen dann lange ihren Spaß und neue Agenten. Von den Drogenproblemen der 80er Jahre in der westlichen Welt, wo Fragen über Fragen überbleiben, bleiben auch zu vielen anderen Themen um Putin, die ehemalige UdSSR, die heutige russische Föderation und die arabische Welt Fragen offen. So ZB bei der Ölkrise 1975, die die Scheiß letztlich kein Geld gekostet hat, aber es ermöglichte, dass die UdSSR ihr Gas als sicher und preiswert der westlichen Welt verkaufen konnte. Fragen über Fragen, warum nicht herauskam, dass bei der Förderung von Öl und Gas auch immer Uran anfällt und das russische Atomprogramm bösartig war. Vor allem darauf zielte, mit graphitmoderiertem Kernkraftwerksdesign besonders viel Plutonium gewinnen zu können, mit dem sogar die unterirdischen Gasspeicher in Russland herbeigesprengt worden sind. Das Speicher, aus denen dann sowieso radioaktiv strahlendes Gas nochmal extra angereichert auch an Deutschland dann exportiert worden ist. Fragen über Fragen, auch um die spätere Havarie in Block 4 Tschernobyl 1986, ein Werporter traumatisierter Kraftwerksleiter und ein Notausschalter, der nicht funktioniert hat. Neben dem Block 4 in Tschernobyl war auch der russische Woodpicker, eine Abhöranlage des KGB, bei der auch Wladimir Putin neben der Dienststelle Dresden seinen Dienst tat. Durch ein Missgeschick beim Löschen des Atomkraftwerks Brandes konnte die UdSSR den Westen glaubhaft versichern, dass ohne Hilfe und ohne internationale Zusammenarbeit eine thermonukleare Explosion mit dem Löschwasser und dem Kernbrennstoff, der als Korrelium den Weg nach unten in das Wischwasser finden kann, unweigerlich passiert und damit für eine Öffnung des Westens gegenüber dem Osten gesorgt. Der Westen half dann der UdSSR. Er selber wurde arm und die UdSSR in der heutigen Form der russischen Föderation um einiges reicher, auch die Lebenserwartungen von Männern stieg in Russland von 58 auf 63 Jahre an. Und nun hört man von dort die altbekannten Atomkriegsdrohungen und es stellen sich weiter Fragen über Fragen nach der Zeit und was dazwischen alles gelaufen war. Fragen über Fragen. Über die späteren Hannover Connection, der auch Schröder, Christian Wulff, Maschmey, Kessmann und Steinmeier angehörten und die Frank Hanebut mit seinen Leuten geschützt hat. Und über Begebenheiten wie der wahren Geschichte hinter der ARD-Tatort-Trilogie, Wegwerfmädchen. Auch nach dem Ende von unmenschlicher, widerlicher Korruption, Spionage, Sabotage, Missbrauch von allem und jedem in jeder Form, auch sexuellen Kindesmissbrauch, Gewalt, Totschlag und Mord. Kurzsichtige Massenmörder an der Macht in manchen Ländern, die sich so aufführen, als hätten wir hier eine zweite Erde bzw. Papa würde aus dem Ab widerstehen können und die Erde reparieren können. Nachdem Sohnemann und Töchterchen sie kaputt gemacht hat. Fragen über Fragen. Wann werden steinreiche Multimilliardäre eigentlich mal erwachsen und übernehmen Verantwortung für ihr Handeln, wenn sie eigentlich schon über 70 Jahre alt sind?